Hallo Leute und herzlich willkommen zum Basis-Review-Video meiner First Order oder ersten Ordnung, wenn man es auf Deutsch sagen will. Ich finde, es klingt ein bisschen beknackt, erste Ordnung. Jedenfalls meiner Staudamm-Basis der ersten Ordnung auf dem gleichen Planeten, der auch die Starkiller-Basis beherbergt. Und ich sehe da schon sofort, das darf nicht sein, das muss so sein. Zack. Ich komme dann auch gleich erstmal zur Story. Ihr seht ja schon, wir spielen hier gerade. Wir befinden uns gerade im Star Wars 7 Universum. Dementsprechend haben wir hier Truppen der ersten Ordnung und Truppen des Widerstands auf Deutsch oder halt, ja, First Order, das finde ich persönlich, nicht First Order, Resistance, finde ich persönlich einfach ein bisschen besser als Widerstand. Ich weiß nicht, das hat irgendwie nicht so viel. Jedenfalls im Deutschen klingt das irgendwie nicht so ganz gut. Jedenfalls, egal, darum soll es jetzt nicht gehen. Jedenfalls, diese Truppen des Widerstandes greifen diese Basis an, und zwar logischerweise, um diese zu übernehmen, einfach weil, ja, ihr wisst ja schon, sie ist auf dem gleichen Planeten wie die Starkiller-Basis, und ja, das Ziel ist natürlich dann halt, diese Starkiller-Basis, ne, zu verhindern, dass dieser Laserstahl, war das glaube ich, halt Planeten zerstören kann. Ja, das will man nicht, und dementsprechend wollen die Rebellen das verhindern, ja, logische Annahme. Und ja, dieser Außenposten hier auf dem gleichen Planeten, der Name ist ja unbekannt, jedenfalls für uns, ist halt ja wichtig, und wenn das halt sozusagen, wenn der Staudamm geöffnet wird, also wenn dann Wasser aus dem Rohr rauskommt, dann ja, dann können die Rebellen damit wichtige Versorgungswege der imperialen Truppen abschneiden, was ganz hilfreich sein kann, um die Starkiller-Basis einzunehmen. Und auch zum Staudamm, ihr seht es ja schon, das sieht schon ziemlich realistisch aus, sage ich mal. Ich habe mich auch lange damit beschäftigt, mit echten Staudämmen in unserer Welt. Ich wollte dem Ganzen natürlich auch immer noch so einen, ich sag mal, Sci-Fi-Look geben, und dementsprechend habe ich dann halt dieses Rohr hier reingebaut. Das werdet ihr bei einem echten Staudamm nicht finden. Ich finde persönlich, aber das sieht dann halt ein bisschen mehr wieder nach Star Wars aus. Also ich finde, es passt schon gut rein in Star Wars. Das sieht jetzt nicht irgendwie zu realistisch aus, irgendwie Lego City-mäßig oder so, sondern ich finde persönlich gerade auch durch dieses Rohr, weil normalerweise kommt das Wasser bei Staudämmen immer so an den Seiten raus einfach. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, aber ich habe noch keinen Staudamm gesehen, wo es ein Rohr gibt, wo dann das Wasser rauskommt, aber halt im theoretischen Sinne, das Wasser wird dann von oben eingesaugt, schubs, dann fließt es hier raus, und ihr seht auch, da ist ein kleiner Eisfluss entstanden, weil halt immer noch so ein bisschen Wasser rausfließt. Und ich würde sagen, wir fangen dann mal hier an, im Terrain, wenn man so schön sagt. Hier haben wir dann einen kleinen Speeder. Ich muss sagen, ich mag die richtig gerne eigentlich. Das sind die aus dem Battle Pack. Resistance Trooper Battle Pack heißt es, soweit ich weiß. Die Figuren sind auch, ja, am Anfang habe ich ja gesagt, oh, die Figuren sind scheiße. Mittlerweile, ja, es geht. Also sie sind nicht schlecht. Ich zeige es euch mal hier. Der hier, ich finde den persönlich, den Helm. Ja, natürlich fokussiert es jetzt nicht, doch jetzt. Ich finde persönlich den Helm relativ gut. Wie gesagt, also ja. Da ist ein Speeder, und ansonsten, die greifen halt hier an, nutzen diese schönen Tannenbäume. Als, oder Nadelbäume, ihr wisst ja, auf diesem, als gegen Kylo Ren gekämpft wird, gibt es ja so diese Nadelwaldszene, ne? Da sind die Bäume, haben ja eigentlich keine Blätter, aber es gibt auch Teile, so auf dem Planeten, habe ich gesehen, auf Fotos, wo es auch Blätter gibt, und das soll dann einfach so, ist überwiegend so Nadel-Mischwald-mäßiges Zeugs, und das wollte ich halt mit diesen Tannen darstellen. Die Technik habe ich von jemandem, Link sollte in der Beschreibung sein, auch von Flickr, glaube ich. Aber die sehen einfach richtig klasse aus. Auch gerade mit den verschiedenen Farbkombinationen, die ich jetzt gemacht habe. Ihr seht ja auch, ich habe immer so ein bisschen auch da so weiße Sachen drauf gesteckt, dass es mehr so winterlich aussieht natürlich. Das passt richtig gut. Allgemein ist auch die Vegetation hier, seht ihr ja, dunkelgrün mit überwiegend weiß gemischt. Der Schnee liegt da auch so drauf. Ich mir gegeben, dass der Schnee auch wirklich plastisch aussieht, sage ich mal. Und jetzt nicht nur so platt. Und ja, ihr seht schon, der Vorteil, den die Truppen der Ersten Ordnung, wollte ich gerade sagen, der Ersten Ordnung haben, dass sie natürlich auch hier oben auf dem Staudamm stehen können und dementsprechend, ja, ein Advantage haben, weil sie halt drunter schießen können. Und das haben die Truppen der Resistance nicht, aber, naja, es geht trotzdem voran. Hier haben wir dann eine Gruppe, hier ist so ein Snowtrooper 2, einmal ein Commander. Ich muss sagen, die Figuren sind richtig klasse. Und drei First Ordnung. Ich sag immer Erste Ordnung, Alter. Das ist wirklich Erste Ordnung. Ich höre es auch mit den englischen Namen und sage einfach Erste Ordnung und Widerstand. So, dann passt das. Wie gesagt, die schießen hier.
Hier haben wir ein Türchen und das führt dann, das ist halt so ein, sozusagen eine Wartungsklappe, nenne ich es jetzt mal, dass halt sozusagen Truppen reinkönnen können in das Rohr, um da was zu reparieren. Wo wir dann gleich dabei sind, ich zeige euch mal die andere Seite. Da ist nämlich auch so eine Klappe, die ist geschlossen logischerweise, weil wenn, ich meine, wenn jetzt Wasser durchfließt, dann, wenn dann die Öffnungen geöffnet sind, dann pff, reißt es wahrscheinlich das ganze Rohr kaputt. Ich zeige euch dann gleich nochmal das Innere des Rohrs. Also ihr seht schon, da sind so zwei kleine Wege, da können dann Truppen lang. Hier ladet doch gerade ein, ich glaube es heißt First Order Crew Member oder sowas in der Richtung, ladet schon gerade auf dem Weg, war gerade beim Arbeiten und dann greifen sich die Rebellen an. Tolle Sache für ihn. Und da hinten seht ihr was Interessantes, also das ist erstmal sozusagen diese Teile halt, weiß nicht wie man es nennt, Turbinen, was auch immer, wo das Wasser rauskommt, logisch, realistisch. Und dahinter ist dann Glas. Wenn ihr jetzt denkt, hä, wieso baut der Typ jetzt Glas dahin? Ja, auf den ersten Blick etwas verwegen und abwegig, aber mein Grundgedanke war eigentlich, dazu muss ich euch kurz das Hinterteil der Basis zeigen, das Hinterteil. Ihr seht, das ist auch Glas. Heißt, der logische Gedanke war eigentlich von mir, Wasser, Licht, von da nach da, schwupps, Glas, logischerweise, ne, dass dann das Rohr ein bisschen mehr Licht hat, dass ich auch bessere Fotos machen kann. Das war der Grundgedanke. Hat im Endeffekt, ihr seht, das Rohr ist nicht ganz dunkel. Ne? Also wenn man jetzt nichts hätte, dann wäre das Rohr stockdunkel, aber es funktioniert minimal. Das Problem ist nur, ich habe hinter diesem Glas, also dieser Abschnitt sozusagen, da ist Wasser drin. Ich habe das Ganze mit Legostein gefüllt, mit blauen und dadurch, ich habe erst gedacht, vielleicht wird das nicht so extrem, aber die sind doch ziemlich dicht, sage ich mal, und dadurch wird halt das Licht ziemlich stark blockiert. Nicht so schön. Aber naja, es ist immer noch gut und deswegen halt ist da Glas drin, falls sich Leute gefragt haben. Ansonsten, ja, ich gehe mal hier weiter. Da ist nochmal noch ein Schneetruppler. Nochmal ein Baum hier. Dann hier die schönen Details am Staudamm. Versucht so ein bisschen hier so Schnee an manchen Stellen, aber jetzt nicht zu viel. Ich wollte eigentlich die ursprüngliche Form halt beibehalten. Dann hier noch so ein paar Details. Auch was ich halt versucht habe, dass das Ganze rund ist und schräg gleichzeitig, weil so Staudammmauern sind ja nie so vertikal, sondern gehen immer so leicht nach oben, also mit so einer leichten Steigung, immer halt geschrägt. Und das habe ich halt auch versucht hier zu erreichen. Und ihr seht, von oben gerade sieht das wirklich richtig realistisch aus. Gebt einfach mal bei Google Staudamm ein, dann werdet ihr ähnliche Bilder finden. Das sieht schon gut aus, wie ich finde. Kann man schon mal sagen. Wie gesagt, wenn es euch gefällt, dann gebt gerne einen Daumen nach oben. Oder abonniert diesen Kanal. Ist beides wieder gratis und ihr zeigt mir damit, dass euch das Ganze hier gefällt. Falls ihr Fragen habt, in die Kommentare, logischerweise immer. Und ja, noch auf, was gibt es eigentlich noch außen zu sagen? Da muss ich kurz überlegen. Halt hier das Rohr noch. Da habe ich relativ lange dran gearbeitet, dass es wirklich halt auch so aussieht, wie es jetzt ist. Ist schwer zu erklären, aber es war halt nicht so ganz einfach, sozusagen passende auch Details zu finden für das Rohr gerade. Aber ich finde, das sieht eigentlich schon ganz schnieke aus, hier mit diesen Kombinationen aus Fliesen und diesen Käseecken. Hier oben steht noch einer. Ich würde sagen, dann gehen wir auch schon mal hier auf diesen Oberbereich. Mein Lieblingsteil. Hier haben wir dann zwei erste Ordnungstruppen. Einer mit einer Bazooka und dann hier noch so ein, keine Ahnung, Crew Commander, wie man es nennen will. Und die schießen gerade runter, logischerweise. Nee, sie machen Picknick da, ich weiß. Da haben wir dann diesen Berg. Das war sozusagen logisch, also das geht natürlich theoretisch, geht es ja weiter so. Deswegen, aber ich habe halt gefliest. Ich fand, das passt dann so ein bisschen. Ja, natürlich ist das Fließen nicht so realistisch, aber es passt mir in so eine Art Diorama-Feeling, weil bei Lego ist oft so, man macht auch, man kann es, ich könnte zum Beispiel auch die ganze, müsst ihr euch vorstellen, was machen manche Leute, dass sie sozusagen das Ganze als Modell darstellen oder machen sie zum Beispiel aus Lego auch noch einen Rahmen, zum Beispiel mit schwarzen Schrägstein um das Mock, ne? Und so in der Richtung soll es sein, dass halt, deswegen habe ich es auch gefliest, weil es halt hier, weil es ja auch sozusagen ein Bauwerk ist und jetzt nicht Realität. Ich finde, es passt ziemlich gut, aber. Dann haben wir hier so einen kleinen Wasserstandsanzeiger, Pegel, ne, wenn man, je nachdem wie Wasser im Staudamm ist, um es abzulesen. Dann hier was ganz cooles ist, ist ein Mörser von Clone Army Customs, soweit ich weiß, habe ich schon ewig nie benutzt, weil ich immer gedacht habe, eigentlich passt der nicht in Star Wars und ist auch nicht für Star Wars gedacht, aber ich finde, ich habe halt mal geguckt und er passt halt so super schön auf diesen Steg drauf und deswegen habe ich ihn da stehen lassen, weil er passt einfach perfekt, ihr seht, er passt perfekt drauf. Und hier fällt ja gerade so ein Crewmember runter, der will ihn noch retten. Logischerweise, und das ist ein Freund. Und ja, ich finde auch diesen Steg eigentlich ganz schön, das ist mir eigentlich ganz gut gelungen. Das Problem halt hier war, dass ich ja sozusagen das Wasser irgendwo aufschütten muss, heißt, da drunter sind Platten.
Und dazu gibt es auch noch ein inneres, heißt zwar alles nicht ein bisschen fummelig, dass man halt auch diese Rundung gerade schön hinkriegt, ne? Weil es ist ja sozusagen, ich kann da nicht einfach Platten ranstecken, das geht natürlich nicht, weil es rund ist. Und gerade auch deswegen, der Weg, finde ich persönlich, sieht dadurch ziemlich gut aus. Ja, und dann hier, bevor sich Leute wundern, was ist das? Das ist sozusagen, normalerweise mit einem Staudamm ist so, irgendwo wird das was abgesogen. Das sieht man, wenn normal Wasser ist, sieht man es meistens nicht. Deswegen auch meine Warnung, schwimmt lieber nicht auf einen Staudamm raus, wenn ihr nicht wisst, was da passiert in den nächsten 20 Minuten. Oder je nachdem, wie lange ihr Wasser seid. Denn das Problem ist, es gibt dann immer so ein Ding, das sieht man normalerweise nicht. Und wenn dann was abgesaugt wird, nach unten, dann entsteht da so ein Strudel. Und das Problem dabei ist natürlich, wenn ihr dann da reingesogen werdet, werdet ihr in den Strudel reingesogen, schwupps, und landet in der Turbine. Und das ist natürlich immer nicht so vorteilhaft. Und das Ähnliche wollte ich halt hier darstellen, nur halt logischerweise sichtbar auch für euch. Und deswegen ist das hier so ein bisschen rund und man sieht hier auch halt schon eine Art Turbine. Und ich finde, das sieht echt richtig cool aus. Die Turbine lässt sich auch bewegen. Und das Coole gerade halt auch dabei ist, ihr seht es ja schon hier, kurz auf meinen Finger fokussieren, ich kann hier meinen Finger reinstecken. Ich könnte den ganzen Finger, ihr seht, also das ist hier wirklich, das ist zugeschüttet mit Stein. Und Platten, ja, die sollte ich nicht sehen. Weil dieser Teil, wie gesagt, wo das Glas ist, vielleicht sieht man es ein bisschen, ihr seht dann das Blau. Das ist aufgeschüttet, dieser ganze Bereich ist voller Steine. Heißt, ich könnte jetzt den Stab reinstecken und ihn durchstecken. Und das fand ich richtig klasse. Das sieht halt einfach irgendwie richtig realistisch natürlich, wenn das ganze Ding hier voll mit Wasser ist. Das ist natürlich richtig cool. Kann man aber natürlich auch nicht auf Fotos demonstrieren, deswegen muss ich das jetzt so machen. Weil das kann man schwer anders demonstrieren. Aber ihr seht, das ist halt wirklich jetzt hier wirklich tief, ne? Und ja, ansonsten hier noch so ein kleiner Weg nach draußen, dass man so auf den Staudamm gucken kann, reinspringen kann, wenn man will. Müsst ihr euch auch vorstellen, der Staudamm hört ja nicht hier auf, sondern geht ja noch weiter. Und ich würde sagen, ich verschiebe mal kurz die Basis ein wenig. So, damit ich euch den Innenraum zeigen kann. Ja, ich mache, na toll, jetzt habe ich was kaputt gemacht. Top. Ja, die Figuren sind auch umgeschmissen, na egal. Das kriegen wir noch hin. So. Und ich würde sagen, ich fange mal hier an. Bisschen dunkel, na gut, die Kamera passt sich an. Schön, schön. Selbst für mich ist es ja echt dunkel, aber die Kamera kriegt es eigentlich ganz gut hin. Also erstmal hier haben wir einen Waffenhalter mit zwei Kistchen und ein paar Waffchen drin. Ganz praktische Konstruktion, wie ich finde, kann ich gerne noch ein Tutorial machen, weil man halt wirklich Platz sparen, kriegt man 8 Waffen drauf und 2 Kisten und theoretisch noch mehr Kisten, wenn man es hier aufstapeln würde. Auf der linken Seite dann hier sowas, ich habe mal vor Jahren Mock gesehen, hat jemand Hangar gebaut und dann die Wände mit ganz viel so kleinen, feinen Details rangeklatscht. Und ich hatte halt nie sozusagen die Möglichkeit, sowas zu bauen, weil meine meisten Mocks von mir hatte ich nie so große, freie Wände wie jetzt hier, auch gerade Wände. Ne? Bei sowas kann man es zum Beispiel schwer machen, wenn man eine runde Wand hat. Und diesmal hat es geklappt und ihr seht schon, ja, das spricht für sich, das sieht ziemlich cool aus. Gerade auch mit so Staudämmen, die haben oft so viele elektronische Sachen, Lüftung, bla 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 im Inneren. Oder halt irgendwo, wo das Wartungshaus ist, wo mir die Generatoren stehen, ist immer so viel Tamtam rum. Und das passt echt ganz gut da halt rein. Die runden Teile sollen ja auch so Generatoren darstellen. Habe mich da wieder an echten Staudamm orientiert. Hier an der Seite noch so ein paar Details. Da oben Lampen. Ja. Dann nochmal so ein Truppler. Und auf der Seite, mal kurz das Ding hier weg. Gleich weiß, was das ist. Denn jetzt werden gleich Leute sagen, was. Ja, das war jetzt nicht geplant. Das war auch nicht geplant. Irgendwie ist das hier, das Ding ist ein bisschen auseinander, fällt gerade auseinander. Schöne Sache. Na gut, ich zeige euch jetzt mal den anderen Innenraum. Nein, der liegt normalerweise nicht da. Er schläft gerade, keine Ahnung, nicht aufwecken. Hier haben wir nochmal so Details an den Wänden, da so ein Imperiumszeichen, passt nicht ganz rein, ich weiß, aber ich mag's. Und hier müsst ihr euch vorstellen, da geht sozusagen die Basis theoretisch gesehen weiter in den Berg rein. Weil die ist natürlich nicht die ganze Zeit unter hier am Staub. Wenn die ganze Zeit die Basis natürlich so wäre, wäre nicht viel so wenig Platz für Wasser. Also ihr müsst euch vorstellen, es geht theoretisch gesehen runter und dann ist ganz viel Platz fürs Wasser. Und hier haben wir dann noch ein paar Details an Wänden. Hier wieder Lampen, das gleiche Schema, so Generatoren. Und dann hier, bevor jetzt Leute kommen und sagen, hä, das sieht ja so aus wie das, wartet kurz, muss ich es erstmal reparieren. Dass die Kamera hinten entschuldigt, das kurze Ding hier. So. So, bevor jetzt Leute kommen, hä, Julius, das sieht ja aus wie, ja, ich weiß. Das sieht aus wie die Doppeldecker-Couch aus The Lego Movie. Also Leute, die den Film kennen, ich hoffe, einige kennen den. Ich denke mal, die meisten kennen ihn.
Ja, ich weiß, es sieht aus wie die Doppeldecker-Couch. Und nein, das war nicht geplant. Wirklich nicht, es war nicht geplant. Ich wollte echt eine Art Bett bauen. Und im Endeffekt ist dann das rausgekommen, wieso auch immer. Hier mit so Waffen, es ist eigentlich relativ, es ist eigentlich gar nicht dumm. Also bevor jetzt Leute kommen, Idiot. Nein, es hat hier hinten. Ich erkläre es euch, es hat hier hinten. Ich höre mir jetzt schon an wie Emmett, der seine Doppeldecker-Couch erklärt. Ach, es hat hier hinten Helmhalter. Und dann auch noch halt, ne, diese Lehne da hinten fand ich eine ganz praktische Idee. Dann kann sich einer da so reinlegen, ne? So, zack, legen wir mal ihn rein. Eigentlich ist es Stormtrooper gedacht, sein Helm ist ein bisschen unvorteilhaft. Ihr seht, der kann sich da reinlegen, weil normalerweise bei den ganzen Lego-Betten, die ich auch selber gebaut habe und gesehen habe, ist immer so, dass die Gefahr natürlich immer, es ist relativ unlogisch, weil da ist keinerlei wie Hilfe oder so, dass er nicht runterfällt. Heißt, ich habe diese Lehne eingebaut, dass halt auf die Seite nicht reinfallen kann. Und dass es auch sozusagen ein bisschen als Chill-Area genutzt werden kann. Chill-Area, meine Güte. Dass man halt sozusagen da auch so ein bisschen, weiß nicht, sich ausruhen kann. Und das Ergebnis ist dabei, dass es natürlich aussieht wie die Doppeldecker-Couch. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ach, ja, ich kann gerne ein Tutorial machen, aber es sieht wirklich so aus. Ich habe nochmal gegoogelt und dann habe den Film auch gestern nochmal geguckt und gesehen, Mann, es sieht wirklich so aus. Wieso, wie bin ich drauf gekommen? Na ja, geil. Ja, das war's. Soweit. Mann, das sieht aber auch richtig cool aus irgendwie. Also das muss ich ehrlich sagen, diese Perspektive sieht richtig cool aus. Na, ich gehe nochmal auf die andere Seite. Wie gesagt, das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal. Beides gratis und würde mich freuen. Zeigt, dass euch dieses Video gefällt und die Basis natürlich auch. Und ja, habt einen schönen Tag, schöne Nacht, dann noch immer dieses Video schaut und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Nochmal.